Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind das erste Mal seit 2 Wochen wieder auf Quad. Wir gehen es langsam an, wir tasten uns vorsichtig ran. Und ihr guckt euch jetzt das Intro an und dann quatschen wir dies, das, Ananas. Also bis gleich. Warte! Hast du das Ei eingeklemmt? Nee, mein Gott. Pascal, man darf den Zettel nicht sehen. Oh, warte, wir müssen hupen. Dies was Ananas. Wir haben ein Gartenhaus gebaut. Nein, doch. Oh. Kannst du mal nicht so über Huckel fahren? Ich habe gerade gegessen. Hallo, Thomas? Hörst du mich? Wir werden morgens mit dem Bus geholt. Okay. Oh, Kickdown! Die rote Dame. Hast du schon Kickdown? Es läuft wieder. Hab das Gefühl, du wirst immer kleiner im Rückspiegel. Hey. Bin doch nur bei 90 gewesen. Alter! Geht's eigentlich? Das war schön. Mhm. Pascal, wo bist du? Ja, hier hinter uns. Ja, dann überholt mal den Trecker. Okay. Oh, der hat ein bisschen wenig. Oh, hier liegt was. Handschuh. Ja, und Papa knallt voll drüber, ey. Ja, wann hier liegt da was. Es hätte eine Bombe sein können. Hauptsache drüber da. Ohne. Ja. Er bremst das Feige. Na gut, das war ein kleiner Luise-Kieselbach-Tunnel. Ja. Ein Tunnelchen. Aber das hört sich in dem Tunnel schon geil an. Ich würd ja nur am Bar spielen, wenn ich durch diesen scheiß Tunnel fahre. Ja. Und danach muss der tanken. Ja, und wenn ich da 5-mal durchfahre, damit ich tanken muss, mir scheißegal. Ja, also das muss man ja sagen, ne? Also Strecken haben die ja da wirklich in Bayern, das ist ja ein Traum. Alleine dieser scheiß Tunnel. Ja. Das Erste, was ich machen würde in diesem Tunnel, ich würde alle Blitzer entfernen lassen. Aber dafür hast du recht wenig Quads gesehen und auch recht wenig Motorräder. Klar, ja, hast du. Ja, wenn, dann hast du nur diese komischen BMW-Reise-Enduro-Dinger gesehen. Ja, ja, das stimmt. So teuer, wie die Scheiße da auch ist. Italien nicht weit weg von Kevin, aber trotzdem so in der Region und im Allgäu, so viel war ja da jetzt, sage ich mal, nicht los.
Bis auf den Tag im Jailhouse, das war ja aber auch ein Event. Ja, aber das waren auch überwiegend Harleys, weil da waren zwar auch 5, 6 BMWs mit dabei, ja, aber es waren überwiegend Harleys. Ein Krümmer tötet Menschen. Jetzt schon? Ja, er fängt bei der Wade gerade an. Ja, da könntest du so eigentlich auf der Seite auch das Bein abnehmen lassen. Das ist echt angenehm rechts. Das ist ja geil. Aber bei mir ist der Krümmer links. Was mache ich denn dann? Ey, dann lasse ich mir das linke abnehmen. Dann können wir uns immer Schuhe kaufen, Papa. Genau. Ja. Aber ich kaufe sehr gerne Schuhe. Musst du? Ja, das hat man gemerkt in München. Ey, komm, die waren so günstig. Natürlich. Dann habe ich ja mehr Schuhe wie jetzt. Nein! Die sind auch nein! Ich schaff's noch! Zugfolge! Ich hab mich nicht getraut, ich hatte Angst. Warte, ich roll mal wieder zurück, weil es ist ja nur einspurig. Och, der steht ja auch schon, der Bimbo. Das würden wir noch schaffen. Hätten wir noch geschafft. Muss ich jetzt den Motor ausmachen? Ja. Umwelt, besser ist das. Greta lässt grüßen. Ach so. Ja, wir können auch einfach den netten Herrn mit seinem Rasenmäher fragen, ob wir ihm helfen sollen. Dann lockern wir den Rasen einmal kurz auf. Wir vertikutieren. Wir vertikutieren kurz. Er kann sich hinten an uns dranhängen. Also, meine Freunde, wir warten jetzt auf den Zug, ne? Nein, doch. Ach. Das sollte man so annehmen, wenn man vor einer Schranke steht. Ja, ich glaube, jetzt kommt das Nein doch oh für diese Folge. Ja, bitte. Also, auf was soll man hier sonst warten? Meinst du, hier landet jetzt ein Hubschrauber oder was? Ja. Das ist schon witzig. Nein, hier läuft jetzt eine Straußenherde vorbei. Ja. so eine animierte, wie im Film. Ja, aber bitte pink. 2000 Jahre später. Pascal, das ist ein Zug. Nein. Nein. Doch. Doch. Ja, und die bezahlen ja sogar in Bayern mehr bei der Zulassung, wenn es ein LOF-Fahrzeug ist. Vorsicht. Das finde ich echt eine Sauerei. Also, dass die mehr zahlen, nicht was der jetzt gerade gemacht hat. Das Ding ist einfach, die haben ihn bestimmt beschissen, ohne Scheiß. Das kann doch nicht so eine Unterschiede haben. Naja, allein den Unterschied zwischen Wolfsmittel und hier. Ja, aber er hat 99 Euro nur für die Zulassung bezahlt. Nur für die Zulassung. Ohne Schilder. Genau. Darfst du nicht vergessen. Das war bei mir 50 Euro, war beides zusammen. Wollte ich gerade sagen, ich habe 57 mit Carbon-Schildern bezahlt. Mit Carbon? Ja. Was ein 10er extra kostet, also regulär nur 47. Und auch, Auto und Wunschkennzeichen. Ja. Kostet Wunschkennzeichen nochmal extra? Ja. Was? Ja, Wunschkennzeichen kostet extra. Ja. Das kostet alles extra. Wir haben sogar reserviert, das kostet auch nochmal extra. Ja, 2 Euro, glaube ich. 2,50 Euro oder 2,75 Euro oder irgendwie sowas. Ich glaube. Aber du siehst ja auch die Größe der Nummernschilder schon wieder einen Unterschied zu der Seins ist, wenn ich das jetzt so sehe hier bei eurem, Seins ist bestimmt einmal dreimal so lang. Ja, das ist schon krass. Ja, wäre ja mal interessant zu wissen, was zahlt ihr so für eure Zulassung? Ja, das wäre interessant. Also schreibt mal in die Kommentare, was eure Zulassung gekostet hat. Und welche Größe an Nummernschildern ihr habt. So, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Es ist schon ein bisschen dunkler geworden, weil die Maschine von Dominik irgendwelche Probleme wieder hatte. Aber das Problem ist jetzt wieder komplett entfernt worden, repariert worden. Auf jeden Fall läuft sie wieder. Vielleicht blenden wir mal ein Foto ein, wie die Sicherung aussah. Die sah sehr schön aus. Ja. Also ja, bei Dominik ist die Sicherung durchgebrannt. Ja, bei Dominik brennt immer Sicherung durch.
Da geht er über Rot fährt. Nein, das war gelb. Ist die Vorstufe von Rot. Es war definitiv Blut. Oh Mann, wir müssen mal für Halloween uns jetzt was einfallen lassen. Erst wenn du, in der Fahrschule wurde mir gesagt, erst wenn du darüber nachdenken kannst, ob du anhältst, dann solltest du stehen bleiben. Und dadurch, dass ich nicht denken kann, bleibe ich nicht stehen. Warte mal ganz kurz, was machst du da, Thomas? Er hört in eine Safe-Musik. Ich wollte gerade sagen, der hört uns wahrscheinlich gar nicht. Was? Ich langweile mich, weil die beiden da über eine rote Ampel diskutieren. Wenn es danach geht, dann hätte Pascal seinen Führerschein nicht verloren, sondern hätte ihn schon längst abgeben müssen. Warum? Ja, weil du immer hinterher fährst. Ich wollte gerade sagen, du fährst immer über jegliche roten Ampeln. Vor allem, du meckerst ja die ganze Zeit. Oh, beim nächsten Mal bleibe ich stehen. Die war schon 3 Sekunden rot und er ballert einfach drüber. Oh, schaut mal, der schöne Himmel. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Däumchen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, moin Bro, dann abonniert gern den Kanal und aktiviert die Glocke. Was für ein Kanal? Dann aktiviert die Glocke und so, dann kriegt ihr Benachrichtigung, ihr wisst Bescheid. Es wird heute eh nicht besser, also sag ich einfach tschu. I fell in lost to your war. Shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get up again.